Let's go! In dem Jahrhundert nach dem Überfall der Mongolen auf Moskau klammerten sich Dmitri Donskois Sohn und Enkel weiter an den Thron der Rus. Inmitten alter Feindseligkeiten und instabiler Bündnisse setzte es sich Dmitris Urenkel, Iwan III., zum Ziel, Moskaus Herrschaft auf die gesamte Rus auszuweiten. Doch da war eine unabhängige Republik, die Moskaus Streben nach Macht trotzte, das wohlhabende Handelszentrum Nowgorod. Der Fall der Republik Nowgorod. Novgorod. Gibt's das nicht hier? Zu Nowgorod ist mir auch irgendwas eingefallen. So. Liebe Zuschauer, hier geht das weiterführende Teil. Der Fall der Republik Nowgorod. Iwan III. Plante, alle Gebiete der Rus unter der Herrschaft Moskaus zu vereinen. Aber die unabhängige Republik Nowgorod wollte sich nicht kampflos unterwerfen. 1478. Da geht es gleich in das spannende Teil weiter. Liebe Zuschauer, spielen. Los! Im bitterkalten Winter des Jahres 1478 trat Iwan III. Vor die Tore der wohlhabenden Republik Nowgorod, der letzten unabhängigen Provinz der Rus. Mit seiner Armee aus verbündeten Ruskriegern würde Iwan nicht einhalten, bis auch Nowgorod zu Moskau gehörte. Nowgorod! Zuerst musste er die umliegenden Städte Kuklino und Solzhoy erobern, die jeweils von Widerstandskämpfern verteidigt wurden. Erobern sie umliegende Städte. Boah, da haben wir wieder unsere Rus. 1. Kann ich hier rein? Wir marschieren hier rein. In die gut gelegene Stadt. Komm zurück, ey. Geht da nicht in Falle da. Ihr müsst aufpassen, Leute. Bezwingen sie die Verteidiger von Kuklino. Kuklino! Wuhu! Iwan fegte den Widerstand in Kuklino beiseite und konnte das Dorf nun nutzen, um seine Armee zu verstärken. Oh, das ist gut. Beginnen Sie mit dem Aufbau einer Wirtschaft. Ja, muss ich ja. Wenn du Soldaten... Was steht da? Anführer verfügen über einzigartige Fähigkeiten. Wo ist er? Wo ist denn der? Produktion verbündete Gebäude in der Nähe dazu, 50 schnelle Einheiten zu produzieren und Technologien zu entwickeln. Einheiten, dann haben wir das hier. Aber ich bin eher so der Pfeil- und Bogenschütze. Bisschen haben wir hier natürlich Rohstoffe. Aber wir brauchen von hier die zwei Bauarbeiter. Haben wir, ja, wir können genügend Leute bauen. Aber was war jetzt hier die... Irgendwo konnte ich doch so eine Jagdhütte. Zeigt der 0. Warum 0? Für Gold, ne? Aber was machen wir? Wir machen jetzt erstmal für den Schießstand. Hier noch ein. So, du machst jetzt hier Getreide, wa? Ich soll doch. Aber wohin? Aber nehmen Bäume. Hier ist auch so. Helf ihn mal bitte mit. Das machen wir auf jeden Fall. Aktivieren wir schon. So. Aber wir brauchen Fleisch. Das nehmen wir auch einmal mit. 1. Die Einser können hierhin einmal. Was machen die? Holz sammeln. Holz sammeln erhöht die Holzsammelrate von Dorfbewohnern um 15%. Das brauchen wir natürlich. So, Getreide. Getreide. Komm, wir können. Hey.
So, die beiden. Holz. Holz. 52 Minuten und 26 Minuten. Was ist das? Die Weite steht in liefern Gold, wenn sie einkommen, einkommen werden. Bewegen sie den Kreis, die Städte einzunehmen. Ach Mönch. Aber habe ich irgendwas Mönchhaftes? Kloster. Was kostet das denn? 150 Holz? Da, das kriegen wir hin. Gar kein Platz mehr hier. 2 Leute, bisschen mehr. Hahaha. Ha. So, errichten Sie eine Jagd in den Wald, um Gold zu verdienen. Ah, ein paar mehr. Das ist auch Mission. Jagdhütte 1. Die gehen ja weg hier. Jagdhütte 2. So, wenn jetzt hier noch ein. Dritte Jagdhütte, aber ich weiß nicht, ob hier Holz ist. Ich weiß nicht, wo hier Holz ist. Ist das nicht ein bisschen wenig hier? Kloster. Kriegermönch. Jetzt habe ich keinen normalen Mönch. 200 Gold. Und 40 Fleisch. Boah, das Spiel hat mich. Nehmen Sie geweihte Städte ein, um Gold zu verdienen. Jagen Sie Wildtiere, um Goldprämien zu erhalten. Ey! Ey, die kommen mich angreifen. Ach so, warte mal. Hier müssen die ja. Ach, hier ist die Brücke. Schnell! 300 Gold brauchen wir auch. So, Fleisch haben wir, Holz brauchen wir. 2 Holzfäller. Fleischbauern. Auch immer viel. Aber Gold brauche ich auch. Den kann ich eigentlich mehrere machen, ne? Gibt es hier noch Arbeitslose? Arbeitslose brauche ich hier. Warte mal, wie viel? Okay. Das kann ja hier voll knallen eigentlich. 1. Oder geht das nicht nebeneinander? Guck mal, der gibt 28 in der Minute. Der gibt nicht mehr. Also ist ja noch nicht gebaut, aber. Warten wir mal ab. So, du brauchst hier auch Getreide. Du brauchst hier auch ein Getreidefeld. Habe ich da noch einen, der frei ist? Guck mal, 22, 30. Näher dran. Guck mal, der hat hier fast nur Wald. Das ist nicht schlecht von den Ruß. Ihr bleibt hier auf jeden Fall. Auch hier. Den muss ich aber machen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Holz brauchen wir, siehst du? Kein Holz mehr. So, und jetzt machen wir aber der König. Kann hier hin. Ach, das ist hier. Der läuft manuell. So, dann läuft der mal hier hin. Oh, guck mal hier. Oh, geil. Das ist ein Cheat. Ist verrückt. Oh, ist das ein Cheat, Leute. Oh, der kostet auch richtig. Kohle. Kostet auch Kohle. Wo haben wir jetzt, Leute? Muss das jetzt schnell. Wie lange dauert das wieder? Ah, okay. 40 bringt Verbündete und nahezu schnelle Einheiten. Nur Einheiten, ne? Und Technologien. Da muss ich den. Wo greifen die wieder an? Bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier. Ich bin eher so ein Bogenschütz-Typ, ja. Warte mal, wer macht der hier hin? Der muss hier hin. Wer ist denn hier arbeitslos? Holz brauchen wir, ne? Brauchen eher lieber Holz. Wo nehmen die das denn überhaupt mit? Ah, hier hin. Ach so, warte mal, dann machen wir mal hier so ein Holzfällerlager. Wohin sollen die das denn?
Eigentlich hacke ich hier jetzt mein eigenes Gold weg, ne? Boah, der gibt ordentlich hier. 46. Irgendjemanden konnte ich hier hinschicken. Mönch, ne? Habe ich hier einen Mönch? Einen mache ich hier. Habe ich drauf gedrückt? Ja. Oder? Wie lange dauert das? Ach doch, komm. Was macht ihr da? Was macht ihr denn da? 29, 35, 24. Ich kann hier hinten Holz. Und dann kann ich jetzt ein paar mehr Leute machen, die Holz machen sollen. Einmal Holz sammeln, bitte. Nehmen Sie geweihte Städte ein, um Gold zu verdienen. Geweihte. Soll sie. Da soll ich jetzt auch hin, ja. Das mache ich nochmal hier. Dann gehen wir nämlich das nebengelegene Dorf nehmen wir denn ein. Wo ist jetzt der König? König macht nichts. Oder hier hin. Ey, nicht da! Nicht alle, nur der König. Kann er arbeiten? Nee. Der arbeitet doch nicht. Der König arbeitet doch nicht. Aber wo ist unser Mönch hin? Kriegische. Ach, da ist er. Kann er den hier nehmen? Nimmt er auch nicht, ey. Ist nur Krieger. Kriegermönch. Kann er nicht ein. Doch, kann er? So, jetzt mache ich hier nochmal. Aber eine Technologie konnte ich hier irgendwo ausbauen. Die beiden, können die da die nächste. Ah, geht nicht. Technologie, aber. Boah, nee, das ist. Too much. So. Er nimmt mich nicht ein, geil. Geht. Drei Leute habe ich noch. Der ist arbeitslos. Aber die kriegen kein Gold mehr, ne? Wer greift an? Ich habe doch gar nichts eingenommen, noch nicht. So, Nummer 1. Ach so, hier sowas. Wie viel Gold gibt es? Egal, du bleibst hier. So. Nummer 1. Ups. Wir haben ja schon unser Bestand voll. Jetzt gehen wir mal nach oben. Und nehmen die Stadt ein. Wenn möglich. Soll sie. Heißt das so? Wo soll ich am besten angreifen? Bezwingen sie die Verteidiger von. Oh nein! Die verlieren, Alter. Die Bogenschützen brauche ich. Siehst du, sonst hätte ich verloren, ey. So. Hier müssen die alle einmal arbeiten. Wo ist der nächste? Was brauche ich? Holz, ne? Holzfäller, hier oben. Ey! Wartet auf meinen Befehl. Noch einen brauche ich. Auch ihr Holz. Vierte. Nein, nicht hier. Gebäude nicht. Nur Leute. Ihr braucht so ein bisschen nach hinten gehen. Weil ein paar Pfeile und Bogen regelt das schon. Kommt ihr ein bisschen weg. Bei Pferd und also was die Regeln. Was ist das hier? Gesammelte Prämie. Ey! Spiel wird gespeichert. Warum erschreckt das? Ist meins? Ja, ey. So, jagen Sie Wildtiere, um Goldprämien zu erhalten. Wildtiere. Hier habe ich ein Wildtier gesehen. Die eroberten die zweite Stadt und entwickelten einen Plan, um Nowgorod für Moskau zu sichern. Hier habe ich eins gesehen. Um die reiche Hauptstadt zu erobern. Ist das? Müsste Iwans Armee erst die Volksmiliz Nowgorods besiegen. So, wartet mal, Kollegen.
Gewöhnliche Bürger hatten zu den Waffen gegriffen, um ihr Land gegen den Einfall Moskaus zu verteidigen. Doch ihnen fehlte die Ausbildung und Ausrüstung für eine offene Feldschlacht. Wenn Iwan sein professionelles Heer halten konnte, würde die Bürgermiliz aus Nowgorod keine große Bedrohung darstellen. Müssen wir jetzt hier hoch, einmal raus. Optimal wegen sie mit dem Aufbau einer Wirtschaft. Hab ich doch. Ja, das ist natürlich hier... Kriegsmensch wieder. Ey, wo sind die? Hab ich jetzt hier 5 von 5? Ja. Aber jetzt brauche ich... Wo ist der König? Einmal König hier hin. Was soll ich machen? Oh, was sind das für Technologien? Der König muss hier hin. Ein... Ah, du bist zu weit weg, ne? Oder kannst du hier Dings bauen? Ah, warte mal. Dient als Bergfried mit allen Waffenstellungen und erhöhten TP. Erlöseturm, hohe Rüstungskammer. Senkt die Produktionsdauer von Belagerungsmaschinen. Ne, 50% bietet... Schaltet den Bau von Steinmauern. Bin frei. Senkt die Produktionsdauer. Was soll ich nehmen? Ene mene Mokel. Wer frisst? Ene mene weg und du bist weg. Aber das dauert, glaube ich, nicht. So. Wo ist denn deine? Hierhin musst du. So. Nein! Oh! Aus Versehen gegengekommen. Musste ich machen. Konnte nicht anders. Ich. Ja, ich warte trotzdem. So. Holz habe ich, Gold habe ich. Das brauche ich. Erhöht Fernkampfschaden brauche ich auch. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Belagerungsmaschinen. Türme. Öl. Was? Schütten 30 mehr Schaden. Bogenschützen erhalten 2. Angriffsfeld. Das ist auch sehr gut. Bogenschützen und Armbrustschützen richten bei Angriff gegen Gebäude und Belagerungsfeuerschaden an. Ja, machen wir auch. Alles. Wo ist aber der König? Ist das der König? Nein. König ist da. Wir müssen alle dahin, Jungs. So. Das ist unser... Sollen wir die auch noch machen? Oder die mit den... Was kosten die überhaupt? 60 vielleicht, 20 Holz. Und die... 110 Fleisch, 10 Holz. Ich wusste gar nicht, dass Krieger oder so Holz kosten, dass wir aus Holz bestehen. Das wusste ich nicht. Reiter zu Veteranenreiter aufwerten. Ja, ne, komm. Aber kostet richtig Kohle. Das kostet richtig Kohle. Brauche ich überhaupt so viel? Oh, ich habe kein Fleisch mehr. So, dahin. Beide. Der dahin. Der geht dahin, der hätte keinen. So, jetzt wo ist mein König? Fleisch. Ey. Angreifen. Wo ist mein King? Ach, der ist ja wieder vorne. An der vordersten Front. Werfen Sie früh Ritter. Werden Sie früh Ritter zu Rittern. Oh. Muss ich nicht checken, Chat. So, die beiden habe ich. Der hier ist nix. So, jetzt mache ich so. Stopp. Ah, ich habe gar keine Kohle.
Na, das geht nicht schneller. So, egal. So, König. Wir müssen jetzt los, weil wir vergeuden nur Zeit. Wir müssen jetzt einnehmen hier. Oh, die Pferde haben wir ja auch. Pferde. König, komm mit. Wir müssen jetzt, bezwingen Sie die Milizsoldaten. Wir müssen die Miliz jetzt umstürzen. Warum kommen die nicht direkt dahin? Der? Ah, ich habe schon 200 voll, okay. Was los? Ah. Neues Zeitalter beginnt. Was ist das? Rote. Der hat Rammbecken. Auf- und Abbau von Malen. Wie viel den dahinter? Den brauchen wir hier. Nahrungssammeln 10%. Genau. Kann man noch hier irgendwas hochmachen? Guck mal, jetzt machen die, glaube ich, gar kein Gold mehr. 19er, ja, okay. Liebes Publikum. Oh, jetzt kann ich ja noch heftiger. Bogenschützen muss ich aber. So, wo sind die? Kann ich jetzt nicht mehr warten. Haben wir jetzt alle? Ich habe jetzt 200 Soldaten voll. Das reicht. Erobern Sie Novgorod. So. Es gab doch mal mit Novgorod. So, haben wir jetzt hier alle. Eins. Ohne König? Warte, der König muss auch mit. Wie kriege ich den König mit aufs Feld? Hey, ich habe durchaus schön sortiert. Ja. Wohin muss ich überhaupt hingehen? Nach rechts? Ach, wir folgen einfach der Straße längst. Oh. Ey. Das tat weh. Nur Bogenschützen. 100 Stück habe ich. Mach doch mal irgendwas kaputt hier. Ja, genau. Guck mal, Feuerschaden. Oh, nee, ne? Das war wieder eine gute Investition. Jetzt die. Die waren richtig schade. So, abhauen. 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 Pferde. So, alles wegätzen, was es gibt. Oh nein, was ist das hier? Pfeil und Bogen. In der Zeit, wo die laufen, ist das Beste. Ist das Beste natürlich, wenn die hinterher laufen und du machst sie schon platt. Dann hast du die schon runter. Ey, komm zurück. Stirb dir, Mensch. Komm zurück. Ey, wo rennt der? Guck mal, wo der hinrennt. Hast du gesehen? Oh. Mensch, ihr dürft doch nicht reinrennen in die Falle. Guck mal, hier hinten nichts. Die müssen tot, Jungs. Was mache ich mal so? X. Greift da nicht an. Greift hier einfach an. So. Braucht die Gebäude ja nicht. Guck mal, die sterben jetzt hier. Weil ihr wieder sowas baut hier, oder was? Ihr sollt da alles platt machen. Kleines Teil da, kleinen Teil da. Oh, alles platt. Ja, die Häuser braucht ihr nicht. Die Häuser braucht ihr nicht, hallo. Nur das Nötigste. Bisschen hier. Guck mal, irgendjemand greift uns von ganz weiter weg an. Ihr müsst weg. So, Bogenschützen. Einmal hier und hier. Oh, die Pferde rennen einfach rein. Ihr stirbt doch. Ihr müsst fernbleiben. Und die?
Und ihr? König ist hier erstmal am Knick und macht hier gerade mal sein Geschäft. Das ist unnütz. Das brauche ich. Oh, lasst die Dorfbewohner in Ruhe. Oh, jetzt kommen die Soldaten. Hau ab. Guck die auch ab. Was ist das? Muss ich das hier einnehmen? Habe ich doch schon. Ich gehe da nicht raus, Alter. Das ist Falle. Oh no. Ey, geht weg, geht weg. Geht raus aus der Falle, Alter. Oh, die machen nichts, das nervt. Novgorods natürliche Goldvorkommen waren erschöpft. Doch Iwans Streitkräfte konnten als Einnahmequelle auch Jagdhütten in den Wäldern der Umgebung errichten. Hallo. Die nerven mich, ne? Die machen überhaupt nichts. Normalerweise brauche ich den König gar nicht. Ich glaube, ich schicke den König gleich irgendwo weg. Weil ich dann einfach Soldaten. Agent. Ist das Stein? Ja. Gold nicht Steinsammelrate. Wohin soll ich? Ne, hier nicht. Aber muss ich jetzt alles platt machen hier? Ne, Milizsoldaten soll ich platt machen. Die waren noch hier oben. Ich brauche hier nicht irgendwelche Gebäude zerstören, sondern die waren hier. Oben habe ich gesehen. Nicht irgendwelche Gebäude angreifen. Unnötig. Guck mal, die bleiben da und die gehen wieder. Ja, die. So, den einmal platt. Jo. Den wollen wir... Siehst du. Ihrer Unterzahl konnte die Moskauer Armee die gewaltige Bürgermiliz bezwingen. Nun würde Iwans Heer gegen das Machtzentrum der Republik marschieren, die Hauptstadt Novgorod. Drehen Sie Novgorod. So, jetzt gehen wir hoch. Ich glaube nicht, dass ich jetzt die ganzen Gebäudedinge zerstören muss. Wir gehen jetzt. Oh, Spielspeicher! Mach nicht so Mist! Lass das! Nein, nein! Oh, egal, jetzt haben die einmal Feuerpfeile. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Wo ist König? Was ist das hier überhaupt? Einfach nur rote Dings. Ey, warum rennt ihr da rein? Das, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Pfeil und Bogen dahin. Nicht hier warten, das kriegt ihr, hier alles ab. Das geht so nicht. König? Oh, der König ist am meisten am Singen. Halt. Außerhalb des Kampfes. Ich glaube, ich mach mal die auf Stufe 1. Und die anderen. Egal, mach ich so. Das sind ja hier Schwertkämpfer. Das ist Nummer 2. Nummer 2, ja. Hä? Oh, ich dachte, die greifen auch noch Dings an. Könnt ihr mal hier eine Tür aufmachen? Nummer 1 auch hier? Genau, hier rein. Nummer 1. Nummer 2 zurück. Die Moskauer Armee zerstörte die Außenmauer und drang zurück in die Stadt ein. Zurück. Im Herzen der Hauptstadt befand sich das strahlende Symbol der zurück, zurück. Go unten hingehen. Irgendwo Gebäude zerstören. Entschuldigung. Würde sie zerschmettern. Novgorod. Novgorod. So, die Einser. Wieso haut ihr ab? Hier irgendwo schießt uns was an. Irgendetwas schießt uns an.
Nicht Gebäude. Was ist das hier? Dorfzentrum. Weiter. Eins. Ey, das mit den Feuerpfeilen, ne? Das ist das beste Update jetzt gewesen. Kann ich noch irgendwas hier noch updaten? Nee. Armbruster, Elite mussten aufwerten. So, weiter hoch. Ey. Oh, das ist eine Steinmauer hier. Zweier Leute, bitte helft ihr. Jetzt wird es ja knapp, wenn die eine Steinmauer haben. Mensch, Leute, greift hier an, nicht? Wie war das? Einfach Angriff und da ein. Oh, die mit dem Armbrust, ne? Die bringen mich noch um mit dem König. Aber wir brauchen gar nicht da in die Falle tappen. Alle nur hier hin. Oh, greift die Mauer an. Die Mauer. Hä, greifen die keine Mauer an? Die können ja keine Mauer angreifen. Hä, cool, die machen nichts. Steinmauer kannst du angreifen? Das wusste ich gar nicht. Was kann ich da machen? Wetsche-Glocke. Guck mal, die können nichts machen mit zwei Jahren. Ah, hier. Nur das. Oh, guck mal, wie viel Energie der hat. 20 gegen Feuer, Rüstung. Ah, 50 gegen Fernkampf. 50 gegen Fernkampf. Also musst du Nahkampf. Könnte mal ein bisschen Platz machen für die Zweier. Nahkampf. Boah, was wir machen. Mach auch Fernkampf. Aber Stein habe ich ja auch, glaube ich, ne? Meine Güte, sind das heftige Stahlbeton-Dinger. 2500 TP. 2,5 TP. Ja, haben wir das doch. Zwei, warte. Nicht in die Falle tappen. Wohin? Hierhin. Komm mal, Zweier, greift die an. Wetsche-Glocke. Novgorods imposante Wetsche-Glocke. Ach, Wetsche. Klang zum letzten Mal und verkündete das Ende der Unabhängigkeit der Republik. Erobern Sie Novgorod. Oh, das war doch ein geiler Teil. Yeah, Abus! Als die Feuer von Moskaus Zorn sich durch die verschneite Stadt fraßen, zerfielen die letzten Überreste der mächtigen Republik zu Asche. Die Vision Iwans des Dritten, alle Macht in Moskau zu bündeln, war beinahe vollständig verwirklicht. So, liebe Zuschauer, das ist doch mal wieder ein sehr schöner Teil gewesen. Novgorod eingenommen, wunderbar.